Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Episode von Conan Exiles Isle of Zypta. Jawohl, genau, so ist es. Ich habe gerade das Ende des Sturms abgewartet, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe hier wieder. Und ihr seht schon, wir befinden uns an unserem neuen Base-Spot. Ich habe nämlich privat, ja, alles umgezogen, habe ein bisschen gefarmt. Hab dafür gesorgt, dass unser neuer Punching Bag hier die gute Kapitänin Oda sämtliche Werkzeuge repariert. Ihr seht es hier gerade. Das sieht hervorragend aus. Das geht super duper schnell, wenn ihr mehrere Gegner zieht. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr nicht drauf geht, ne? Das war teilweise ein bisschen kritisch, aber es hat schon letztendlich ganz gut geklappt, würde ich sagen. Und so können wir jetzt auf jeden Fall, ja, gut neu durchstarten. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gefarmt. Das habe ich hier mal so halb reingelegt. Das sind aktuell unsere Kisten. Nichts eingeräumt, einsortiert oder was auch immer. Denn jetzt geht es darum, uns erstmal, ja, eine neue Behausung zu bauen. Und ich habe da schon konkrete Pläne. Und das sind spannende Pläne, kann ich euch sagen. Dazu gehen wir jetzt erstmal zusammen mit Malagan hier rein in diese Höhle. Also wir werden auf jeden Fall, ne? Wir werden auf jeden Fall hier oben so ein bisschen dann auch bauen. Aber Herzstück des Ganzen soll diese ultra geile Höhle werden. Beziehungsweise es ist eigentlich keine richtige Höhle, sondern es ist ein Durchgang. Und Leute, ich finde das Ding so mega. Ich finde das Ding einfach so mega cool. Alleine die Idee, in einer Höhle zu bauen, das macht mich ein kleines bisschen wuschig. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und damit werden wir heute anfangen. Wir werden heute so ein bisschen in diese Höhle reinbauen. Und natürlich dann, ja, demnächst auch in die andere Richtung. Ah ja, da ist der Hund. Genau, hier drin in diesem Durchgang spawnt nämlich ein Hündchen. Aber das Hündchen hat es hier erwischt. Ja. Sehr gut. Genau, das ist unsere neue Behausung. Nicht weit weg von unserer alten. Das hier muss ich dann als Admin entfernen. Das habe ich nämlich nicht mit Bombardina gebaut, sondern mit meinen Admin-Accounts. Das heißt, da muss ich nochmal selbstständig was machen. Also wir sind nicht weit weg. Das ist cool, meiner Meinung nach. Das passt dann schon, würde ich sagen. Das Einzige, was wir hier jetzt nicht haben, das ist Wasser. Das heißt, hier ist nichts mit Fisch. Aber da findet man sicherlich auch irgendeine Lösung. Und zur Not farmen war halt wieder Kohle, ne? Genau. Wird schon. So. Oder, meine Liebe, du musst jetzt erstmal umstehen. Und dann fangen wir hier an, uns die ersten Fundamente hinzubauen. Also ich habe mir gedacht, für das Ganze bauen wir uns so eine Art, ja, Piratenhöhle, Piratenfestung, irgendwie sowas habe ich mir gedacht. Mit so einer coolen Mauer davor mit Zinnen und Türmen, damit das Ganze natürlich auch ein bisschen Purge-proof ist. Aktuell müsste die Purge, glaube ich, wieder bei 0 sein, genau. Denn ich logge mich aktuell immer noch frühzeitig aus. Das wäre auch nicht schön, jetzt gerade die Purge zu spielen, um ehrlich zu sein. Das wäre nicht gut, wenn wir eine Purge bekommen würden. So, dann legen wir hier mal so ein bisschen die Fundamente schon mal an. Ich glaube, weiter will ich auch gar nicht. Ja, ich glaube, das passt so. Obwohl, wir haben hier das Problem. Wir wollen ja hier nach oben irgendwann, ne? Weil ich meine, das ist halt richtig mega hier oben. Da kann man halt echt prima nochmal so einen kleinen Außenposten oder was auch immer hinsetzen. Vielleicht dann auch mit Brücke hier auf diese Ebene, wo wir dann vielleicht die Tempel oder so hinstellen. Irgendwie sowas habe ich mir gedacht. Aber hier kommen wir eigentlich auch ganz gut hoch, ne? Wenn wir es hier von unten so hoch bauen, das müsste eigentlich klappen. Ich meine, wir können ja immer noch nach vorne dann letzten Endes erweitern, wenn wir das für nötig halten. So. Gut, Fundamente sind natürlich so eine Sache. Das wird eine teure Geschichte. Also ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht mehr in-game farmen, weil sonst kommen wir halt nie zu Potte.
Sonst dauert das halt ewig. Das ist ein riesiges Projekt, was wir hier vorhaben. Also das ist wirklich ein monströses Projekt. Und wenn ich da jetzt das Farmen anfange, dann werden wir das niemals schaffen. Oder dann sind wir hier in 20 Folgen noch unterwegs. Und das ist ja auch doof. So, wir werden natürlich nicht durchgehend bauen. Ne? Wir bauen immer so ein bisschen schrittweise. Ich werde das so ein bisschen abwechselnd machen. Mal bauen, mal ein bisschen Abenteuer. Je nachdem, was halt gerade so... Wie ich halt auch lustig bin, ja? Das muss man auch dazu sagen. Manchmal ist mir nicht gerade nach Bauen oder Farmen. Manchmal ist mir eher nach Abenteuer. Und dann machen wir halt eine Abenteuerfolge. Und wenn wir gerade mal dann wieder nach Bauen ist, dann machen wir eine Baufolge. Genau. Das ist ja das Wichtigste. Macht ja keinen Sinn, wenn ich mich hier zu irgendwas zwinge. So, erstmal hier so die Treppen hoch. Genau. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. Zack. Und im Moment ist ja sowieso ein bisschen schwierig bei mir mit Aufnehmen. Sowohl zeitlich als auch ehrlich gesagt hitzetechnisch. Wenn es draußen teilweise 35 Grad hat, sorry, aber dann fehlt mir die Lust, überhaupt irgendwas zu machen. Seid mir bitte nicht böse, wenn mal eine Folge, wenn mal ein Tag keine Videos kommen. Ich habe das jetzt bislang so ein paar Videos oder so ein paar Tage habe ich mal ausfallen lassen. Ja, es ist so. Es ist einfach so, wenn es mir zu heiß ist, dann ist das einfach nicht schön. Ja, dann macht das keinen Spaß und der Spaß soll ja im Vordergrund stehen. So. Gut, das nehmen wir uns mit hier. Dann können wir nämlich schon mal mit den Türmchen anfangen, würde ich sagen. Und ich habe überlegt, baue ich hier so ein richtiges Tor hin? Und habe mir dann gedacht, nö, wir bauen hier kein richtiges Tor hin, sondern wir machen das ein bisschen anders. So, das hier mal so rein. Machen wir hier 2x2. So, dann können wir nämlich die hier gleich auch wieder abreißen. Weiß nicht, ob ich hier überhaupt einen Zugang will. Eigentlich will ich hier gar keinen Zugang. Eigentlich brauche ich den nicht. Ich werde hier sowieso nie reingehen wahrscheinlich. Aber natürlich richtig herum müssen sie sein. Das ist schon wichtig. So. Dann machen wir das hier so. Und gehen hier einfach so ein bisschen hoch. Sofern wir hochkommen wieder. Ach ja. So, also der Bau wird nicht spaßig, du. Wenn wir hier ständig runterfallen. Aber ich muss sagen, mit dem Nemedia. Ein Träumchen, das Ding. Einfach wirklich ein Träumchen. Zerstört natürlich so ein kleines bisschen die Challenge. Das muss man auch dazu sagen, aber ich glaube, wenn wir hier müssen wir ein bisschen tricksen, oder? Mit Deckenteilen. Damit wir hier ja, genau. So. Damit wir hier nämlich in den Stein was reinkriegen. Und jetzt können wir aber das Ding auch wieder abreißen. Oder auch nicht. Okay, ich hab's verstanden. Aber eigentlich ist es Wurst, ne? Wenn wir jetzt hier einfach ein Fundament hinsetzen, dann kannst du genauso weiterbauen. So, eieiei. Eieiei, ich weiß nicht, was ich mir da vorgenommen habe, aber es wird mächtig. Das wird ein riesiges Projekt. Das Problem, was ich habe, ist die Purge-Abwehr. Diese Fundamente werden uns nicht wirklich viel helfen. Das heißt, wir können dann nur beten, dass das in irgendeiner Art und Weise gut geht. Und dass unsere Thralls, die wir hier so rekrutieren, dass sie stark genug sind, um die Bedrohung, die von der Purge ausgeht, abzuwehren. Ja, das wird spannend werden. Das wird äußerst kritisch. Aber wir kriegen es schon irgendwie hin.
So, das sollte, glaube ich, hoch genug sein. Und den ganzen Spaß bauen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Genau. So. Es sieht sehr mächtig aus. Und da kommt dann die Brücke drauf, ne? Zumindest ist es so geplant. Vielleicht, ich baue das jetzt mal nur vor, ne? Wir haben ja die Pickup-Mods drauf. Wenn das dann doof aussieht alles, aktuell gefällt es mir nämlich überhaupt nicht, muss ich zugeben. Wenn das dann doof aussieht, dann können wir nochmal ein bisschen abändern gleich. So, auf jeden Fall jetzt hier dasselbe, nur in grün. Kriegen wir hier so ein Fundamentchen noch rein? Nee, ne? Nee. Müssen wir uns auch wieder mit Trick 17 behelfen. Aber Trick 17 ist ein guter Trick. So. Trick 17, Leute. So. Hier müssten wir ja jetzt, genau, hier können wir dann ein Fundament draufballern. Da können wir dann auch eine Wand dran setzen. So, das hier gefällt mir noch nicht. Ich glaube, da stützen wir auch nochmal mit einem Fundament. So, wunderbar. Oh. Kann das sein, dass es ein bisschen zu groß wird? Ja, das sind jetzt drei, ne? Das sieht halt auch nicht so geil aus, wobei das geht, ne? So, jetzt müsste es passen. Genau, jetzt sind es zwei. Sehr gut, haben wir das auch. Problemlösung ist mein Ding. Es ist halt, das Problem ist, es ist nicht ganz dran. Aber das sehe ich jetzt noch nicht als Problem an. Wir gucken mal, wenn es fertig ist, ne? So. Gut, dann setzen wir das mal hoch. Im Speed-Verfahren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Unser Eingangsbereich ist quasi fertig. Also noch nicht, noch lange nicht, ne? Aber so grob. So grob abgesteckt, was abgesteckt werden muss. Hier, das klappt natürlich nicht ganz so. Aber ich mache das jetzt einfach vorläufig mal zu. Und das schauen wir uns dann an, wenn wir tatsächlich mal hier hin expandieren möchten. Dann können wir das ja noch jederzeit machen. Das ist ja dann kein Thema mehr. Das geht ja. So. Hier geht es natürlich raus. Das ist logisch. So, wir brauchen noch ein paar Wände. Und dann kommen da auch schon Dächer drauf. Was ich ganz nett finde, ist das Ding hier. Das sind so eine Art Fenster, ne? Das kann man machen, glaube ich. Ich denke mal, das geht klar. So. Das wird von unten jetzt nicht schön aussehen, das weiß ich jetzt schon. Aber eventuell fällt mir ja noch was ein. Mit der Zeit. Nur weil es jetzt da steht, heißt das ja nicht, dass das für immer so sein wird. Das hier gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Diese blöde Lücke hier. Aber die können wir eventuell ein bisschen kaschieren. Ja, lass uns die mal kaschieren.
Na toll. Na tolli. So. Ah. Jawohl. Passt schon. So. Zack. Zack. Jetzt ist das natürlich ein Dreier-Tower, ne? Das ist ja das, was ich eigentlich nicht wollte. Hier können wir noch. So oder so, hier müssen wir natürlich auch kaschieren. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich nochmal hier abreißen. Ich befürchte, das muss nochmal sein. Weil ich würde das schon gerne bei 2 belassen. Hier ist noch ein Deckenteil, das weg muss. Ja, ich denke mal, wir werden hier. Ah, Hilfe. Ich denke mal, wir müssen hier nochmal eins zurückgehen. Ich hoffe, uns haut das Ding jetzt nicht gleich kaputt. So, machen wir das mal so. Kommen wir da ran? Ist natürlich ungern runterfallen. Ja. Klappt nicht! Ja, doch, klappt schon. Alles gut. Okay. Gut, während ich das mache, ich glaube, das nehme ich jetzt nicht auf. Ich glaube, da mache ich mal. Ich glaube, den Abriss werde ich jetzt mal nicht aufnehmen. Ich mache das mal schnell neu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe nochmal alles umgestellt hier und habe dann auch noch, das ist mir nämlich aufgefallen, die Türme haben nicht ganz gepasst. Jetzt passen sie auf jeden Fall. Das ist schon mal prima. Dann habe ich mir unten ein paar Dachecken erstellt. Die setzen wir hier noch rein. Und ich muss sagen, ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht sehr brachial und sehr mächtig aus, das Ganze. Aber das ist auch noch nicht fertig. Das ist ja nur hier mal so das Grundgerüst des Ganzen. Das wird noch cool. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und es wird sogar noch in dieser Folge cool. Ja. Ich sehe schon die Kommentare kommen. Die mildesten werden sein: Dir muss es gefallen, Bombardin. Wenn es dir gefällt, dann ist das in Ordnung. Das ist so das, was meine Mutter früher gesagt hat zu mir. Das war so anfangs versuchte sie immer noch so ein paar Tipps zu geben. Also nicht beim Conan Exiles bauen, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Aber, na, anfangs bei solchen Geschichten versuchte sie immer noch so ein bisschen Tipps zu geben. Und, irgendwann gab sie es auf, resignierte und sagte: Dir muss es gefallen, Sohn. Das ist auch hier der Fall. Mir muss es gefallen, ne? Genau. Schönen Gruß an meine Mama an dieser Stelle. Du bist die Beste. So. Mir muss es gefallen. Nein, das wird toll. Das wird toll. Ich hab tolle Ideen. So. Ich hab wahnsinnig tolle Ideen. Wie immer. Ich will das Ganze ganz gerne so ein bisschen verspielt bauen, weißt du? So ein bisschen verwinkelt, verspielt, keine Ahnung, wo wir was hinsetzen. Ja, ich weiß es noch nicht. Aber es soll verspielt sein. Und ich finde, dafür bietet sich die Grundlage hier mit diesen kleinen Mini-Ebenen, bietet sich da mega an für. Aber ja, mir muss es ja gefallen. Oh, ich habe keine Ahnung, wo das Ding jetzt hin ist. Wir werden es, glaube ich, nie wiedersehen. Wir werden das nie wiedersehen, meine Lieben. Aber mir muss es gefallen. Mama, du bist toll. Jetzt weiß ich, was sie damit meinte. Jahrelang habe ich gerätselt, jetzt weiß ich es. Eigentlich fand ich es zum Kotzen, aber sie ging damit d'accord, solange es
mir, ihrem Sohn, gefällt. Sie wollte mich nicht entmutigen. Danke, Mama. So, gut. Aber das sieht doch ganz cool aus eigentlich, oder? Das sieht doch so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen verspielt. Hier fehlt noch ein Fundament. Ich sehe schon die Kommentare kommen. Ich sehe schon, wie jetzt jeder schreibt, dir muss es gefallen. Bombi, wenn es dir gefällt, ist das alles okay. Was denn? Nee, ich glaube, so gefällt es mir aber nicht. Warte mal, wie habe ich mir das gerade vorgestellt? Lass mich nochmal kurz rätseln. Ah, ich dachte, das würde nicht so frei schweben, sondern wäre hier ein Stein. Okay, komme ich da ran? Ja. Ah, Hilfe. Ich hätte gerne so eine Minecraft, so wie Minecraft, wenn du gebückt gehst, kannst du nicht runterfallen. Okay, so. Ja, aber komm, das ist doch cool hier, so eine kleine Mini-Ecke, wo man sich, keine Ahnung, hinchillen kann. Und von hier aus könnten wir ja theoretisch noch weiterbauen, ne? Wir könnten ja von hier aus quasi noch so ein paar weitere Ebenen bauen. Das ist dann wie so ein Baumhaus, nur ohne Baum. Ein Baumhaus ohne Baum. Das war schon immer mein Traum. Sowas wollte ich schon immer haben. So. Gut. Ich meine, wir müssen ja auch... Nein. Wir müssen ja auch irgendwie hochkommen, ne? Aber hier vielleicht noch... Ich weiß nicht. Ballern wir hier noch ein paar Fundamente rein? Ja, oder? Ich sehe schon, zum Schluss heißt es... Bombi, du verstößt gegen deine eigenen Regeln! Du hast hässlich gebaut! Hiermit verurteilen wir dich zu... Genau, zu ewigem Fallen. So, ich muss mir irgendwie so eine Behelfsplattform bauen. Machen wir die mal hier hin. Wir machen das ja ohne Flugmodus. Aber, was ich euch jetzt schon sage, wir werden gleich den Flugmodus einschalten, damit ich euch das, was ich gebaut habe... zeigen kann. So, lass mich jetzt hier endlich mein Fundament reinballern. Stinkebär. So. Ja, und eigentlich muss da nochmal ein Fundament rein, ne? Damit das so ein bisschen mehr verbunden ist. Natürlich. Aber ihr seht, wohin die Reise geht, oder? Eigentlich müssen wir das bis unten durchbauen, das hilft nichts. Machen wir das doch. So. Ihr seht, wohin die Reise geht. Wir bauen hier so ein paar Plattformen rein. Und schließen sozusagen irgendwie das Ganze mal ab dann. Und sorgen gleichzeitig dafür, dass wir einen Weg nach unten kriegen. Das ist der Plan. Ich weiß nicht, ob es ein guter ist. Ich weiß, er existiert. Ach, ich hasse mich. Ich hasse mich selbst. So. Gut. Hier. Ich habe gesagt, hier hätte ich gerne eine weitere Plattform. Oh, das kostet echt viele Fundamente, aber das wird cool, wenn man das mal... Ah, Gott. Okay, wir müssen farmen gehen. Folge ist bald vorbei. Warte mal. Ich hab da vielleicht eine kleine Idee. Müssen nur gucken, ob die klappt. Kriegen wir... Ah, warum passt das da nicht dran?
Was ist das denn? Warum snappt das nicht unter die verdammte Treppe? Da, wo es hin snappen soll. Und verkürzt sich quasi von selbst. Das wär sehr feiny fein gewesen. Tut es aber natürlich nicht. Wie soll's auch anders sein? Das zerstört die... Also wenn es hässlich aussieht, Conan Exiles ist schuld, ne? Ich nicht. Also, ne, ganzes Bild eigentlich verschandelt jetzt. Sieht jetzt wirklich kacke aus. Habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Vielleicht, dass wir wirklich so ein bisschen mehr mit diesen Säulen arbeiten. Ich muss zugeben, mit den Säulen habe ich bislang sehr wenig gearbeitet. Aber vielleicht werden das noch unsere besten Freunde. Die Säulen. So. Gut, jetzt sind wir wirklich pleite. Also wir haben kein Holz mehr. Das ganze Ding, ihr seht, wohin die Reise geht, ne? Also wir werden jetzt hier noch mehrere Plattformen hinsetzen. Also hier geht es noch ein bisschen weiter dann. Und irgendwann kommen wir dann unten an. Und hier können wir dann vielleicht die Handwerksgeschichten alle so ein bisschen aufreihen oder so. Ich weiß es noch nicht. Dann so kleine Ebenen überall. Ich finde die Idee ist toll. Mir gefällt die Idee. Ist nicht sonderlich realistisch. Und... Aber eigentlich ist ganz geil, oder? Ich weiß nicht. So, wir machen mal Flugmodus an, Leute. Wir schauen uns das Ganze mal im Flug an. Ich habe gehört, im Flug ist es noch sexier. Na komm. Vielleicht. Ich möchte mal. Ich mache das selbstverständlich dann nochmal, ne, richtig. Aber vielleicht mal hier zwischendrin mal. Ich möchte nur mal schauen, wie das ausschaut. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Eigentlich doch gar nicht mal so mies. Ich möchte nur mal testen, kurz, Moment. Wir müssen testen, 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 testen. Haben wir noch mehr solcher Teile irgendwie? Cool wäre es natürlich, wenn wir Kanonen hätten oder so. Ah, das sieht doch cool aus, oder? Also das finde ich geil. Das ist gut. Das machen wir. Das übernehmen wir. Wir werden das in der nächsten Folge dann nochmal eventuell bauen. Wenn ich es nicht vergesse bis dahin. Aber komm. Das ist doch ein mächtiges Tor. Ein mächtiger Eingang in eine mächtige Basis. So, jetzt darf ich erstmal wieder eine Stunde farmen. Dankeschön. Oh, ich habe im Flug gebaut. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Macht der Gewohnheit. Vielleicht hier oben. Warte mal. Hier oben ein bisschen. Na, hier passt es nicht, ne? Ich überlege, wie ich das tatsächlich noch ein bisschen bunter gestalten kann. Vielleicht mit diesem Dachabschlüssen. Man einfach mal so einen reinklappt. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Wenn wir das machen? Naja gut, ich will jetzt auch nicht weiter herum cheaten. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich entschuldige mich für das Cheating. Das war's mit dieser Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like und schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich drüber. Und vielleicht wisst ihr ja, wie man das Ganze noch bunter gestalten kann. Mir sind leider die Fähnchen ausgegangen. Tut mir leid. Wobei, Fahnen... Es wird spannend. Lasst euch überraschen, was wir als nächstes bauen. Und ja, mein innerer Monk sagt mir, das Ding muss neu gebaut werden. Cheating, Ausrufezeichen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.